Willkommen zu einer neuen Interpretation zur Phänomenologie des Geistes. Gestern hatte ich den 41. und 42. Abschnitt besprochen und wir haben gesehen, dass es ja, jetzt eigentlich zur Kritik der Mathematik kommt. Ja, und das Letzte, was wir gesehen haben, war, dass die Mathematik in ihren Beweisen eigentlich nicht zeigt, wie die zum Beispiel die geometrischen Beweise von ihrer inneren Natur her so entstehen. Spoiler-Alarm, ich kann schon mal vorweg sagen, dass die nächsten beiden Abschnitte das eigentlich noch weiter ausführen. Und ja, wir werden es sehen. Genau. So. Also, der 43. Abschnitt. Im mathematischen Erkennen ist die Einsicht ein für die Sache äußerliches Tun. Es folgt daraus, dass die wahre Sache dadurch verändert wird. Das Mittel, Konstruktion und Beweis enthält daher wohl wahre Sätze, aber ebenso sehr muss gesagt werden, dass der Inhalt falsch ist. Das Dreieck wird in dem obigen Beispiele zerrissen und seine Teile zu anderen Figuren, die die Konstruktion an ihm entstehen lässt, geschlagen. Erst am Ende wird das Dreieck wiederhergestellt, um das es eigentlich zu tun ist, das im Fortgange aus den Augen verloren wurde und nur in Stücken die anderen Ganzen angehörten vorkam. Hier sehen wir die Negativität des Inhalts eintreten, welche eine Falschheit desselben ebenso gut genannt werden müsste, als in der Bewegung des Begriffs das Verschwinden der festgemeinten Gedanken. Ja, also wir hatten schon, wie gesagt, beim letzten Abschnitt gehört von Hegel, dass mathematische Beweise sozusagen nicht den inneren Werdegang zeigen, sondern eben, dass es eigentlich nur ein äußerliches Tun von uns ist, das aber nicht zeigt, wie Dreiecke in der Natur sozusagen entstehen. Und ja, hier erläutert er noch eine Sache an seiner Kritik, und das ist, wenn wir natürlich so einen mathematischen Beweis führen, in diesem Fall einen geometrischen Beweis, dann versuchen wir erstmal andere Figuren zu präsentieren, um dann anschließend zu zeigen, dass ja unser Theorem tatsächlich wahr ist. Das heißt, wir müssen ursprünglich das, was über das Dreieck gesagt wird, über das rechtwinklige Dreieck, ich schätze mal, es geht hier um das über den Satz des Pythagoras, ich bin mir nicht ganz sicher, weil er hält es auch ziemlich vage, so, ja, warte, wie schreibt es hier, dass ihre Seiten das bekannte Verhältnis zueinander haben, für unbefriedigend gehalten werden. Also er lässt es relativ vage, worauf er sich eigentlich hier bezieht. Aber schätz mal, ja, ich schätze mal, der bezieht sich hier auf den Satz des Pythagoras, denn es gibt halt verschiedene Beweise des Satzes von Pythagoras. Und das wollte ich auch mal zeigen. Also hier gibt es so eine Diplomarbeit von Sarah Thilo. Und hier ist so ein ganz alter Beweis aus, ja, 1700 vor Christus. Und ja, im Grunde genommen könnte man hier eigentlich gar nicht so richtig Hegel folgen, weil hier
entsteht die Konstruktion so, dass man zwei identische rechtwinklige Dreiecke nimmt, die dann zusammenschweißt, sodass es ein Rechteck ergibt. Und die kann man dann so an den Ecken hier legen. Und wenn man hier das sozusagen nimmt, dann also hier den Rest von dieser Kathete nimmt, das dann hier verlängert, beziehungsweise hier bei der B-Seite das hin zur Länge der A-Seite hier verbindet. Ich bin kein guter Mathematiker. Ich will eigentlich auch nur zeigen, wie hier darstellerisch versucht wird, den Beweis zu zeigen. So haben wir halt eben hier zwei Quadrate und wir sehen, dass hier eben dadurch ein echtes Quadrat also entsteht, wo sozusagen, die Figuren hier ihre Fläche einnehmen und hier aber auch eine Restfläche entsteht. Einerseits eben das A-Quadrat und eben das B-Quadrat. Und nun kann man diese vier rechtwinkligen Dreiecke in diesem großen Quadrat hier so anordnen, dass sie sich sozusagen umranden. Und dann entsteht hier in der Innenfläche ein Quadrat, das eben der Fläche von diesem B und A-Quadrat entspricht. Und man sieht dann, okay, wenn das hier tatsächlich hier die A-Fläche ist, also das A-Quadrat und hier das B-Quadrat und hier eigentlich nichts an den Dreiecken verändert wird, außer ihre Position, sodass wir hier in der Mitte ein großes Quadrat haben, so dass eigentlich die Fläche hier identisch mit diesen beiden Flächen sein muss, dann stimmt das ja, dass das C-Quadrat, was wir eigentlich suchen, identisch sein muss mit B und A-Quadrat. Also jetzt genau müsst ihr das dann mal lesen. Mir ging es, wie gesagt, nur um die Darstellung. Auf jeden Fall hier werden ja eigentlich ganze Dreiecke verwendet für den Beweis, für die Darstellung. Und insofern kann ich da Hegel nicht mitfolgen, dass in der Beweisführung das Dreieck zerstückelt wird, sondern ich sag mal so, man führt den Leser, der den mathematischen Beweis liest, vielleicht erstmal auf einen anderen Augenmerk. Also eben, wenn zum Beispiel dieser Schritt getan wird, dann möchte der Schreiber, dass man eben sein Augenmerk darauf legt, dass jetzt diese zwei Quadrate auf ihren Hypotenusen aufeinandergelegt werden. Und dass dann dadurch eben dieses rechtwinklige, das Rechteck entsteht. So haben wir dann natürlich als Leser mehr dieses Rechteck vor Augen und verlieren sozusagen, wie Hegel sagen würde, das Dreieck aus den Augen. Und was er eben gesagt hat, ist, dass bei so einer Durchführung wir natürlich tatsächlich das originale Dreieck aus den Augen verlieren, weil wir zu einer anderen Darstellung geführt werden und wir so sozusagen eben nicht mehr, ich wiederhole mich sonst, Und das hier, also dieses Rechteck, ist ja nicht mehr das ursprüngliche Dreieck. Also wenn in einer mathematischen Weise quasi dahin gekommen wird zu dieser Darstellung, dann ist diese Darstellung ja offensichtlich nicht mehr ein Dreieck. So, und in dem Sinne fügt
der Beweis im Laufe seiner Beweisführung etwas Falsches ein, was nicht mehr eigentlich der originalen Natur des Dreiecks entspricht. Und ja, das ist so die Kritik. Und hier ist sozusagen für Hegel zwei negative Bestimmungen, die in dieser Beweisführung einkehren. Das ist einerseits eben die Falschheit, also dass hier zum Beispiel das Rechteck in dieser altbabylonischen Beweisführung kein Dreieck mehr ist. Und zweitens, dass wir im Laufe der Beweisführung das originale Dreieck aus den Augen verlieren. Also ja, hier sehen wir die Negativität des Inhalts eintreten, welche eine Falschheit desselben ebenso genannt werden müsste. Also die Falschheit ist eine Negativität, als in der Bewegung des Begriffs das Verschwinden der festgemeinten Gedanken. Das ist eben auch eine Negativität. Also so lese ich das. Gut, das wäre es zum 43. Abschnitt. Dann zum 44. Abschnitt. Die eigentliche Mangelhaftigkeit dieses Erkennens aber betrifft sowohl das Erkennen selbst als seinen Stoff überhaupt. Was das Erkennen betrifft, so wird vors Erste die Notwendigkeit der Konstruktion nicht eingesehen. Sie geht nicht aus dem Begriffe des Theorems hervor, sondern wird geboten, und man hat dieser Vorschrift gerade diese Linien, deren unendliche andere gezogen werden könnten, zu ziehen, blindlings zu gehorchen, ohne etwas weiter zu wissen, als den guten Glauben zu haben, dass dies zur Führung des Beweises zweckmäßig sein werde. Hinten nach zeigt sich denn auch diese Zweckmäßigkeit, die deswegen nur eine äußerliche ist, weil sie sich erst hinten nach beim Beweise zeigt. Ebenso geht dieser ein Weg, der irgendwo anfängt, man weiß noch nicht in welcher Beziehung auf das Resultat, das herauskommen soll. Sein Fortgang nimmt diese Bestimmungen und Beziehungen auf und lässt andere liegen, ohne dass man unmittelbar einsehe, nach welcher Notwendigkeit. Ein äußerer Zweck regiert diese Bewegung. Ja, also, ja, das ist eigentlich selbstredend. Also, wenn ich von dem Satz des Pythagoras höre, dass halt, ja, a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat, also dass die Quadrate der beiden Kathedern eines rechtwinkligen Dreiecks zusammen das Quadrat der Hypotenuse ergeben, dann sehe ich nicht sozusagen, wie das zustande kommt. Also ich habe ja sozusagen da eigentlich nur ein Resultat, wenn ich das jetzt so aufgesagt habe. Und ja, also quasi um die Wahrheit dieses Satzes zu sehen, muss ich einen Beweis folgen, der von intelligenten Menschen durchdacht worden ist. Aber ich sehe es sozusagen nicht, wie sozusagen auf natürlichem Wege das Dreieck entsteht. Also ich finde die Idee irgendwie crazy, dass man überhaupt denkt, dass man irgendwie sehen kann, wie ein Dreieck von sich aus entstehen würde. Aber, also dass man sagen würde, okay, ich sehe, das kann gar nicht anders sein. Das Dreieck, das muss sich so verhalten, dass eben, ja, der Satz des Pythagoras gilt. Und klar, wie sollten jemals Menschen dahinter kommen, dass es solche Wahrheiten gibt, außer dass sie irgendwie lange darüber nachdenken und irgendwann intelligente Lösungen finden, um eben das zu beweisen. Also das ist halt, ja, klar ist das natürlich in dem Sinne von Menschen vielleicht sehr pragmatisch gedacht, also dass sie irgendwie
versucht haben, sich das vor Augen zu führen, dass dem wirklich so ist. Und natürlich ist das ein äußerliches Tun. Also die Menschen können ja nicht sozusagen die Entstehungsweise eines Dreiecks auf natürlichen Weise darstellen. Also was bedeutet das überhaupt? Also das habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Und ja, für Hegel ist das ja ziemlich schlecht, dass eben die Mathematiker nicht zeigen können, wie Dreiecke nach ihrer inneren Notwendigkeit entstehen. Also wie sozusagen die natürlichen logischen Schritte, die irgendwie vielleicht eine Linie oder keine Ahnung, wie sich das Hegel genau vorstellt, machen muss, um ja zu zeigen, dass der Satz des Pythagoras wahr ist. Also ja, wie gesagt, also ich habe Schwierigkeiten damit, was hier eigentlich genau die Kritik ist oder ob vielleicht Hegel da nicht vielleicht übertriebene Hoffnungen hat an sein Projekt. Also scheinbar geht er hier auch davon aus, dass er selbst zeigen kann, wie eben solche mathematischen Wahrheiten in ihrer inneren Natur her entstehen müssen. Das ist natürlich, ja, wie gesagt, ich finde das irgendwie sehr crazy. Ja, das wäre es eigentlich auch schon für heute. Ich finde es sehr interessant. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe. Falls ihr es besser verstanden habt, falls ihr es besser auf den Punkt bringen könnt, was Hegel an geometrischen Beweisen so sehr stört, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare lassen. Also bis dann, bis zum nächsten Mal.